Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Factory Town hier aus Diegem Studio. Mein Name ist Master Schröder und wir müssen jetzt hier so langsam aber sicher doch mal dafür sorgen, dass hier, ja, unsere Erzfabrikation wieder ein wenig in Schwung kommt. Das Problem ist, dass wir relativ wenig rote Münzen haben und wir eigentlich die Erzproduktion brauchen, damit wir an rote Münzen kommen, weil genau die das da macht. Na gut, wir müssen jetzt noch ein paar Rohstoffe entfernen. Das werden wir jetzt hier tun, ein bisschen größer gleich. So, einmal die Ecke hier weg. Und dann sagen wir mal, ich hoffe, dass ich jetzt, upsala, falsche Taste, dass ich jetzt hier vorne gleich nochmal ein paar Erzstücken da reinsetzen kann. So, das hat schon mal geklappt. Das sollte denn jetzt hier auch die Produktion etwas beschleunigen. Was ist los? So, da haben wir nämlich schon 180%. Das sollte jetzt ein wenig besser laufen hier wieder. Und dann müssen wir jetzt, können wir jetzt hier zumindest die Nägelproduktion, das ist auch leer, ne? Also die Stahlplattenproduktion können wir erstmal wieder in Gang bringen. Und dann machen wir auch die Nagelproduktion erstmal noch wieder in Gang. Und lassen erstmal ein bisschen Metall abfließen. Aber jetzt müsste sich eigentlich hier so ein bisschen Lager aufbauen. Ganz sicher bin ich mir noch nicht, aber wir sind auf einem guten Weg. Zumindest versuche ich das. Naja, wir haben ja hier noch den, das Seitenlager, was so ab und zu mal was bietet. So. Wir müssen hoffen, oder wir müssen jetzt, also die Silbermünzen oder beziehungsweise die Goldmünzen, die machen wir ja mehr als genug. Wir müssen die roten Münzen wirklich extrem pushen, dass wir da ein bisschen mehr hinkriegen. Das ist jetzt momentan sehr, 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 sehr wichtig. Denn die brauchen wir nämlich auch manchmal in Produktionsstätten ähnliches und das momentan hält sich das so ein bisschen die Waage, beziehungsweise es wird eigentlich schon weniger und deswegen müssen wir da an der Stelle jetzt ein bisschen den Abbau oder die Geschichte pushen, dass wir da ein wenig mehr rote Münzen kriegen. Sonst sind wir nämlich früher oder später komplett ohne rote Münzen dabei und das wäre ganz schlecht. Das wäre nämlich richtig schlecht, wenn wir dann komplett ohne rote Münzen mal dastehen würden und wir sind auf einem guten Weg dazu. So, hier wird Kohle transportiert, ne, zu dem Lager noch. Na gut, das macht jetzt der Wagen hier, der fährt ja immer noch irgendwie unkoordiniert hier durch die Gegend. Hier hätten wir ein paar Sachen, die wir verkaufen könnten. Das werden wir auch mal tun und zwar werden wir das nämlich hier verkaufen. Die Förderbänder Metall, das bringt uns auf jeden Fall erstmal ein bisschen Geld, wenn wir da ein paar Wagen mal abliefern und ein paar Punkte hier an der Stelle. Das ist schon mal richtig schön. Da hätte ich eigentlich Spaß dran. Wenn wir da ein bisschen mehr verdienen würden. 20? Ich hätte gedacht, dass ich da mehr kriege. 32 sollte ich doch da kriegen. Wofür kriege ich denn da 20? Ah ja, 32. So, und wir sehen, das hier oben füllt sich dann auch, ne? Aber wir haben dann natürlich das Problem, dass wir dann die Metallförderbänder loswerden, die ja hier hergestellt werden. Gut, 8 liegen noch im Lager, also wir dürfen das auch nicht unendlich betreiben. Da müssen wir nochmal gucken. So. Wir müssen wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr Eisenproduktion, also nochmal so ein Karree für die Eisenproduktion beschaffen oder erschaffen. Gut, hier hätten wir ja dann Platz dazu. Ich denke mal, das können wir hier zuschütten. Die Fische, die sind uns, glaube ich, auch egal. Hier ist nochmal ein Weizenlager, warum auch immer. Aber das Einnehmen wird natürlich nochmal teuer. Da brauchen wir auch wieder rote Münzen zu. Ne? Das ist natürlich, ja gut, das ist jetzt mein privates Vergnügen, was ich natürlich gerne machen wollen würde, immer mit dem Einebnen. Und er hat jetzt hier gelernt, hier hinten oben rüber zu fahren, dass das ein bisschen kürzer ist. Das ist ja schon mal klasse. So, dieses Lager hier ist auch schon wieder sehr leer. Gefällt mir ja schon wieder gar nicht. Also diese Brennstoff, der wird echt jetzt, der wird richtig rausgesaugt, ne? Also da geht jetzt richtig was. Wie sieht das hier hinten aus? Hier hinten sieht es genauso aus, ne? Oder? Nee, warte mal. Ach, das ist einfach voll, das Förderband. Und hier ist jetzt Brennstoff alle, ne? Ja. Da haben wir den Salat. So, hat sich denn hier schon wieder, nee, das hat sich noch nicht mal ange... Das hätte ich ja jetzt wenigstens erwartet, dass hier ein bisschen was anhäufelt. Das ist hier irgendwie was? Der muss doch da rauskommen. Weil sonst... Was? Verstehe ich ja gar nicht. Das hätte ich jetzt aber erwartet. So, gut. Okay, hier sind noch 11 drin. Das ist auch nicht so viel.
Brote, wie viel haben wir dann noch? Naja, gut, haben wir noch genug, also das ist jetzt zum Beispiel nicht weiter schlimm. Jetzt staut sich hier sogar schon das Tierfutter, okay. Das heißt, die Weiden könnten schneller arbeiten. Na gut, die Butter staut sich ja auch, also das brauchen wir jetzt alles nicht mehr so weiter ausbauen. Und hier, wie sieht es mit den Suppen aus? Ja, lagern sich auch ein. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das ist sehr schön, das freut mich. So, was ist das hier? Achso, das ist das mit dem Brot. Na gut, dann gucken wir jetzt mal, wie voll unser Kohlelager hier ist. Gar nicht mal so voll. Ich werde hier mal ein paar Schienen noch anbauen, die noch ein bisschen... kann ich hier auch den Knick noch? Den kann ich auch noch rein, sehr schön. So. Dann könnte man nämlich hier vorne noch ein Lager hinstellen. Und zwar werde ich das Lager, was hier sowieso... Wo ist es denn wieder? Da. Das Lager werden wir immer hier vorne hinholen. Dass das hier voll läuft. Und dann kann ich nämlich jetzt ein weiteres Lager nehmen, was ich voll laufen lassen kann mit Brennmaterial. Und zwar wähle ich mir dieses Lager hier dazu aus und stelle das jetzt da erstmal rein. Kann auch Brennmaterial kriegen. So, dann kriege ich das jetzt zwar keins mehr. Naja gut, das kennen wir ja schon. Also das mit dem Brennmaterial, das wird noch eine heikle Nummer. Und das können wir hier mal entledigen wir uns mal. Das braucht man nicht mehr. Das ist jetzt alles komplett über hier. So. Und dann werden wir hier die Ressourcen entfernen. Landwirtschaft, nee, Werkzeug. Rohstoff entfernen. Kann das hier alles weg. Ganze Holz hier. So. So. Ach guck mal, da steht sogar noch einer drin. Na, das ist ja ein Ding. Das ist ja niedlich. So. Gut, dann können wir jetzt die Baumsitze hier entfernen. So. Dann können wir hier mal die Straße entfernen. Hier diesen Haken hier. So. Sieht gut aus. Das brauchen wir hier nicht mehr. Das brauchen wir hier nicht mehr. Das brauchen wir hier auch nicht mehr. Und dann werden wir hier das mal verbinden, das Stück Straße. Oh, da ist ja gar nicht gut. Hier ist ja irgendwas nicht eingeebnet. Ja, das sieht ja wieder aus. Nee, nee, nee. Das muss man natürlich noch nachholen. Einebnen war auch unter Werkzeuge. Das war falsch. Das war der falsche Knopf. Werkzeuge. Schmeißen wir schon wieder die schönen roten Münzen weg, die wir uns teuer jetzt quasi erspielen hier, beziehungsweise erhandelt haben. So. Gut, dann haben wir das nämlich jetzt auch hier verbunden. Da habe ich wieder das falsche Mausrad gedrückt oder die falsche Maustaste. Sehr gut. Ich würde sagen, das läuft doch schon mal sehr schön. Hier beim Eisen, wie sieht's aus? Eisenplatten kommen noch nicht wieder ins Lager, aber da können wir was gegen tun. Da werden wir hier mal ein bisschen die Arbeit beschleunigen, dass der ein bisschen mehr Eisen abnimmt. Dass dann hier vielleicht ein paar mehr Eisenplatten entstehen, damit hier ein bisschen was entsteht. Wie sieht's hier aus mit dem Lagerbestand? Ganz gut. Der Lagerbestand ist leer. Naja, hoffentlich kriegt ihr ab und zu mal was, aber das werden wir dann demnächst erstmal wieder anschalten. Wir haben auch 100 Stoffförderbänder, das finde ich schon mal ganz gut. Und wie viel Eisenerz haben wir hier drin? Das ist fast voll. Das heißt also, wir können hier mal ein bisschen nochmal die Rohstoffe verbessern. Werkzeuge, Rohstoffe entfernen. Ich drücke mal die Plus-Taste und will dann mit der Plus-Taste das dann wegmachen, aber das ist natürlich... Das funktioniert so nicht. Landwirtschaft, Eisenlagerstätte bauen. Sehr schön. Da ist jetzt jede Menge Eisen jetzt rausgegangen, aber nicht aus dem Lager, sondern aus dem Lager anscheinend. Un moment petit, por favor. Wie machen wir das denn jetzt am blödesten? Ach, ich baue einfach noch mehr. Ich habe ja noch durchaus die Möglichkeit dazu. Werkzeuge. Die Rohstoffe hier kann ich ja noch alle entfernen hier. Die einzelnen kleinen.
Dann machen wir noch große draus. Dann müssen wir das mit den Steinen, müssen wir das natürlich auch nochmal durchziehen. So. Dann setzen wir jetzt... Was kostet mich ja? Die Steine kosten mich. Rote Münzen. Ah, das ist natürlich gefährlich. Das ist natürlich gefährlich. So, jetzt sollte auch das Lager wieder leer sein, ja. Und das ist auch leer. Sehr gut. Und Eisenplatten sind ein paar im Lager. Es kommen ein paar im Lager an. Das ist auch sehr gut, weil das heißt, dass unsere Eisenplattenwagen, die hier durch die Gegend fahren, immer mit voller Fracht unterwegs sind. Nur der hat sich... Und wieso hat der sich denn jetzt hier verfahren, oder wie? Keine Ahnung. Er hat vergessen, was er machen sollte. Na gut, das kann ja mal passieren. Vergesslichkeit kann ja durchaus vorkommen. So, dann stellen wir den da noch mit hin. Dann stehen da drei Dullis rum, die erstmal so nichts zu tun haben. Wie sieht es hier jetzt aus? Brennstoff-Dingsbums. Hier läuft es irgendwann voll, ne? Wie sieht es hier aus im Lager? Ja, da läuft es dann irgendwann voll. Dann werden wir hier erstmal die Geschwindigkeit drosseln und nichts mehr produzieren. Und dann das erst wieder anschalten, wenn das hier ein bisschen leerer geworden ist. So. Ah, jetzt müssen die Leute natürlich auch viel für diese Eisenförderbänder ausgeben, ne? Das bringt natürlich, das kostet dann natürlich extra. So, wie sieht es hier eigentlich aus mit unserem Holzproduzenten? Das sieht ganz gut aus, ne? Bretter sind voll, Papier ist voll, also da können wir richtig gut abtransportieren. Und das könnte man eigentlich auch mit so Planwagengeschichten machen. Also da mal gucken, wie das dann noch besser läuft. So, und hier haben wir einmal Brennstoff voll. Das können wir jetzt mal zum Dings bringen. Einmal Brennstoff voll. Das ist was für unsere Küche hier. So. Fürs Brot, dann kann ich nämlich wieder ein bisschen Brot machen. Die ist noch voll. So, und hier geht der Brennstoff langsam zur Neige und dieses Lager ist komplett leer. Das bewegen wir dann auch nochmal schnell wieder zum Befüllen. Lasst uns etwas Kohle sammeln hier. So. Ich weiß nicht, ob die Kreuzung hier funktioniert. Also ob das denn in beide Richtungen irgendwie abgeht, wenn jetzt das Lager voll ist und das Lager voll ist, ob es denn in die Richtung läuft. Das werden wir dann aber sehen, wenn es soweit ist. So, hier können wir nochmal ganz kurz gucken. Da A, B, C hätte ich jetzt was gesagt. Nee, aber ein bisschen Eisenerz noch setzen. Eisenerz-Lagerstätte. So, wieder alles klar. Alle. Passiert. Hier lagert sich auch nicht allzu viel ein. Momentan wird alles, was eingelagert wird, auch weggeholt. Und hier das Lager ist jetzt wieder ein bisschen leerer geworden, weil wir jetzt hier natürlich einen Abnehmer mehr haben. Der müsste dann aber auch wieder alles produzieren, was wir brauchen. Und dann müssen wir jetzt den Eisenplattenwagen oder den Wagen, den müssen wir jetzt mal einstellen. Das können wir jetzt erstmal nicht weiter betreiben. Jetzt lassen wir erstmal das Lager wieder volllaufen. So, hier sind jetzt demnächst auch alle verkauft. Ein paar Münzen bringt es nochmal. Aber der kurze Push, jetzt die 10 Minuten dort was zu verkaufen, hat natürlich schon mal was gebracht. So, hier laufen die Brote dann wieder voll. Also das ist dann auch hier wieder ein bisschen mehr Abnahme. Sehr gut. So, und hier ist irgendwas ausgelaufen. Irgendein Produkt gibt es hier nicht mehr. Der gebratene Fisch ist aus. Ach ja. Da haben wir auch schon wieder den nächsten Brennstoffmangel. Das ist aber auch, weil hier liegt eigentlich Dünger drin, ne? Das wird aber nicht... Warte mal. Komm mal her. Warte mal. Die kann ich da auch durch die Gegend tragen, ne? Dann kann ich da einfach nehmen und dann hier reinsetzen. Dann könnte ich ihm ja sagen, nimm mal hier den Dünger raus und bring das mal dahin. So, und dann hat er hier Brennstoff gleich. Dann macht er einen Fisch. Dann müsste hier irgendwo ein Fisch rauskommen aus dem Ding. Oh, da läuft der erste Fisch schon mal. Und dann läuft das wieder da weiter. Ich habe keine Ahnung, wie das mit dem Dünger denn funktioniert, aber wenn das denn jetzt hier erstmal mit dem Fisch dann so weiterläuft, dass es dann einigermaßen produziert wieder, dann ist ja gut. Vielleicht müssen wir noch einen zweiten hier einstellen oder wir machen da ein Wägelchen rein. Was das macht. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, warum denn das hier nicht weggeht.
Schwierig. Das ist wirklich schwierig. So, aber die haben halt eben hier wirklich Mangel an Fischen. Das ist immer wieder das Gleiche. So, hier ist noch ein Lager dazwischen, wo mal Fische drin waren. Und das können wir jetzt auch schon mal dann wegstellen. Nee, Block zerstören nicht. Bewegungswerkzeug. So, das Lager. Kann sich den erstmal hier hin bewegen. Und dann brauchen wir noch so ein volles Brennstofflager. Dann für die... Ja, das ist für die... Eigentlich ist das doof. Also das... ist ganz schön blöd hier. So, es kommt auch nicht genug Fisch an. Also es wird immer produziert zweimal hintereinander. So ist es nicht. Aber es könnte mehr produziert werden, glaube ich. Also mehr Fisch. Es funktioniert nicht ganz autark. Und das ist schade. Aber da müssen wir nochmal drüber reden. Da müssen wir nochmal ein bisschen ernsteres Wörtchen mit den Leuten hier reden, wie wir das machen. So, holen wir hier den Zweimann mal Dünger ab. Keine Ahnung, ob dann mal genügend Dünger danach kommt, aber ich denke schon. Und dann müsste sich das jetzt hier so langsam aber sicher dann ein bisschen mehr verfischen. Na gut, das hat wahrscheinlich so lange funktioniert noch, wie dieses Lager da war. Und jetzt ist ja dann hier bald auch die Kohle zu Ende. Das heißt, dann müssen wir dann hier drüben schon Kohlelager wieder herholen. Na ja, gut, das ist ja gleich vollgelaufen hier. Also hält das jetzt länger hier eine Kohle eigentlich oder nicht? Wie sind denn dann so ein Rohstoffvorkommen drin hier? So viel sind das auch nicht mehr. Muss ich demnächst auch wieder nachholen. Nachkaufen die Kohle. Ah, schlecht. Ganz schlecht, ganz schlecht, ganz schlecht, ganz schlecht. Ich glaube, ich muss als Brennstoff doch Holz nehmen, weil das wächst von alleine nach, ne? Dass ich jetzt Brennmaterial, Holz nutze, aber die Kohle, das ist echt, das wird mir sonst zu teuer. Weil hier nur noch das Lager mit Kohle, das funktioniert erstmal. Theoretisch könnte man natürlich hier noch Lager ranstellen, die dann ein bisschen was abnehmen oder so. Gut, das haben wir jetzt eins zu nah dran wahrscheinlich gebaut hier, aber macht ja erstmal nichts. Tut ja erstmal nicht weh. Mit den Brennstoffen kriegen wir noch nicht hin. Wie machen wir das besser? Dass das sauberer funktioniert. Ist jetzt aus mit der Suppe. Suppe haben wir genug. Butter haben wir genug. Lager bleibt leer. Brot sammelt sich langsam wieder. Okay, gut. Also die Grundnahrungsmittel, die sind erstmal in ausreichender Form da. Wir haben uns auch ein paar rote Münzen angeschafft. Oder wir haben ein bisschen mehr davon. Kommen jetzt so langsam an den Punkt, wo es ein bisschen stockelig wird für uns. Wo wir jetzt wirklich langsam dafür sorgen müssen, dass das hier auch wirklich autark mit Brennstoff versorgt wird. Ich sehe hier eine große Fläche. Ich glaube, ich baue mir hier einfach ein paar Holzdinger rein und muss dann halt zugänglich haben, wo ich Holz, also dann muss ich die Küchen alle zugänglich machen, dass ich dort irgendwie das Holz hinkriege. Oder halt das wirklich über Förderbänder dann dahin hin transportieren kann und dann hier zwei oder drei Holzfarmen habe, die dann das Holz hier zu allen Küchen bringen. Da müssen wir nochmal gucken, muss ich mir was überlegen, also es geht hier rüber, zack, da ist das Holz dran, da ist das Holz dran, und dann muss ich mir aber irgendwas überlegen, also ich weiß nicht, keine Ahnung, ob jetzt hier, weil die Butter, mir sieht das so aus, als wenn hier die, wenn das Lager voll ist, ist das Lager voll, dann kommt nichts mehr raus, ne? Und wenn jetzt eine Butter weggenommen wird, dann wird eine Milch nachproduziert, aber es entsteht kein Dünger oder es entsteht kein Stopp dadurch, also da muss ich mal gucken, wie wir das noch schöner hinkriegen hier, dass wir vielleicht eventuell denn die, dass wir vielleicht gar nicht brauchen. Weil hier scheint ja wirklich bloß die Milch rauszugehen. Es wird dann eine Milch weniger, irgendwann mal, und dann wird wieder eine Milch mehr. Aber es ist nicht so, dass ich hier jetzt sehe, dass hier der Dings rausläuft. So, die Milch läuft immer kontinuierlich raus, aber der Dünger nicht. Also das ist, scheint hier, also es ist wahrscheinlich ein Bug, dass hier jetzt quasi dann die Milch trotz vollem Düngerlager hergestellt wird. Müssen wir mal gucken. Alles klar. Ich wünsche euch was. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne ein Like da lassen und ein Abo. Ich würde mich riesig drüber freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dann. Tschüss.